Ich krieg's nicht mehr hin. Auch nicht in dieser Folge, Leute. Guck mal hier. Oh, meine Herren, ey. Let's go. Eigentlich hat er es wirklich gerade einen Push gegeben mit dem Verrufenheit des Dinosauriers, ne? Zum Einsammeln des Produkts unterwegs, um Produkt einzusammeln. Kriegt den nicht, ne? Doch. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Anfrage zur Produktabholung erhalten. So. Jetzt gucken wir mal ein bisschen hier auf das Auge nochmal. Das ist alles gut. Was haben wir denn hier für... Naja, Toilettenhäuschen sind auch alle eigentlich ganz gut. Die Ecke da, da müssen sie eben was laufen. Da gibt es nichts zu trinken. Hier, keine Geschenke. Nichts zu trinken gibt es in der Ecke. Nur Geschenke. Okay, wir können ja gerne hier, wenn sie wollen, noch ein paar Geschenke, ein paar Sauflädchen hinbringen. Platz. Keine Möglichkeit, was zu bauen hier. Echt null Möglichkeit, irgendwas zu bauen. Was kurz blau? No, ich könnte kotzen, verschieben? Kann man nicht verschieben? Okay. Dich verschieben? Kannst du dich auch gerade bewegen? Doch. Noch ein toter Diener. So, wo ist der zweite? Ah, hier ist kein Strom. Ah, ich habe einen Fehler. Den habe ich nämlich hier liegen lassen. Und der Mitreakant dort hat ihn gekillt. Ups. Also, sorry. Produkttransport im Gange. Ich bin ein schlimmer Park. Ach Mist. Park. Produkt wird eingesammelt. Seid ihr einsam? Nö, seid zufrieden. Ist auch kein Strom. Ich krieg's nicht hin mit der Parkbewertung. Ganz ehrlich, Leute, ich weiß nicht, was ich. Ich könnte noch 20.000 weitere Dinos machen oder noch ein paar Killerbestien hier rausziehen. Schade. Was habe ich denn noch da? Fossilien ansehen. Guck mal, den habe ich hier noch bekommen.
Let's go. In welches Gehege könnte ich den denn schmeißen? In das Gehege schmeiße ich die Kleinen. Ein bisschen, vielleicht ein bisschen. Der jagt gerade. Wald ist ein bisschen wenig jetzt. Können wir jetzt wieder machen, indem ich das. Okay. So. Nein, falsch. So, nein, falsch. Überall drauf geklickt. Jetzt haben wir es richtig. So ist er. Da. So. Wie sieht's aus? Reagenzgläschen auf 5. Sir Berg, du machst das schon. Meine Herren, wir haben schon wieder Überfolge und ich krieg's einfach nicht hin, 3 Sterne in diesem Park zu bekommen. Keine Ahnung, warum. Dex, du musst hier draufklicken, Dex, du musst hier gucken, Dex, du musst da und da und da. Ist eigentlich alles gut, ganz ehrlich. Für das, ob die jetzt verdienen oder nicht verdienen, ist ja eigentlich Latte. Das ist doch meine Sache. Aber okay, ich könnte es ja noch ändern. Könnte ich abreißen und dann eben. Gut. Das ist eigentlich ganz gut. Das ist ja der Andrang der Menschen. Das heißt, da ist eigentlich ganz gut. Ich finde das auch bei SimCity immer ganz gut, wenn ein bisschen mehr Stau ist. Hier gibt es was zu trinken. Gibt's, es gibt hier die Gebiete. Oh, der hat keinen Strom. Eigentlich ist alles da. Da sind sie. Eier. Eier Popeye. Alles. Alle Wissenschaftler will ich jetzt haben. Gas geben. Wir nehmen jetzt eine Killerbestie. Wir machen einfach Monster jetzt hier rein. So. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Mord und Totschlag. Beginne Produkttransport. Transport im Gange. So. Ich glaube, Leute, wir müssen das, glaube ich, aber verschieben, so wie es aussieht. Produkt wurde eingesammelt. Produkt transportiert. Weil es nicht, nicht höher geht mit dem, mit der Parkbewertung. Und ich glaube, wir müssen da noch was warten. Schön sieht aus. Sehr, sehr hübsch aus. Bin gespannt, ob wir jetzt gleich. Die werden bestimmt. Produkt wird transportiert. Gestört. Transport abgeschlossen.
entgegengelaufen. Ja, geiles Bild. Na toll, aber du stehst genau im Schatten. Du stehst genau im Schatten. Wie soll ich dich denn da fotografieren, Mann? Aber wie geil, ne? Wie cool der das gemacht hat. Man sagt ja man sagt einfach nur, dass der hier, der Dilophosaurus, diese Fähigkeit gar nicht hatte. Kann aber sein. Schöner Biss, aber wieder im Schatten. Komm damit nicht klar. Wir müssen eigentlich eine Fotomode haben mit besserer. Geil. Ich war das Gesicht gerade voll cool. Ah, die Augen zu. Warte mal. Ich kann das eigentlich von hier so sehen, ne? So ist besser, ne? So ist cool. Ja. Schön. Ich finde immer, sorry Leute, dass ich gerade Fotos mache, aber das sieht einfach so cool aus. Und? Boah, geil. Geil, guck mal hier, Leute. Alter, der Todesblick. Blick des Todes. Mord und Totschlag. Oder, naja, weniger Totschlag, aber eher Mord. Kriege ich jetzt mal? Ja, jetzt mit Sonnenschein ist auch alles viel, viel schöner. Guck mal, das wollte ich mich mal fotografieren. Guck mal, ist das nicht ein geiles Bild? Findet ihr das nicht? Guck mal hier. Göttlich. Hier, es gibt Action ab. So, okay, das lasse ich die mal so. Ja, hier gibt es richtig Party. So, ich gehe mal jetzt hier da raus. Und schicke mal hier das, Tote Dino? Okay. Da ist jemand verblutet. Oh nein, keine Sturmwarnung. An das gesamte Personal, bitte. Ach nee, jetzt keine Sturmwarnung. Struktur beschädigt, bevor es losgeht? Oh je. Yeah. Soundeffekt. Nein. Wo? Kann ich so nicht sehen. Keine Ahnung. Wo ist der Soundeffekt? Oha. Hier? Nein. Hier unten, okay. Macht nichts, der ist hier so abgesperrt. Saurierbedrohung? Wo? Oh. Schießt ihn ab? Ich weiß nämlich nicht, wo der Zaun kaputt ist. Hier. Schnell!
Kriegst du hin? Okay, ist ein bisschen doof geworden, aber egal. Im Sturm geht's hier ab wie ein Zäpfchen, Leute. Die falten sich hier einen ab, ey. Geil. Okay. Keine Dinosaurierbedrohung mehr? Nein. Meine Damen und Herren, ist alles hier gut. So. Wir könnten aber... Okay, das können wir so lassen. Haben den Kampf begonnen? Ist das egal? So, leider sieht das nämlich so aus, als die Ranger, die kriegen es hier nicht auf die Reihe, das mal hier so reparieren. Machen wir. Wir nehmen das in die Hand. Wir und keiner andere. Knochenbrüche, kein Strom. Okay, das wird schon gehen. Oh Mann, ey. Jetzt geht das schon wieder los. Ich mach das gar nicht, ey. Jung. Ich weiß noch, aber das ist natürlich immer das, die Massen, die zieht sowas an. Es ist eben so, dann sollen die das dann machen. Es gibt ja bezahlte Content Creator. Ich weiß noch, wie das damals, vor ein paar Monaten, habe ich mir extra das Review-Video dazu zu Jurassic World Evolution angeguckt, ob da alles die ganzen Fehler und sowas ausgemerzt worden sind. Und da hieß, ja, kein Problem mit den Jeeps. Die fahren viel besser als vorher und sowas. Ach, für den Arsch, ey. Aber viele wollen gar nicht hören, was ich immer sage. Ich gebe ja immer sehr gerne Kritik und viele mögen keine Kritik bei ihrem Lieblingsgame. Aber es ist eben so. Da kann man eben nicht sagen. Das Spiel, die Jeeps sind genauso scheiße wie vorher. Die funktionieren nix. Null. Die sind nicht gut. Ah, okay. Hat er selber gemacht. Er sollte aber auch mal hier... Naja, gut. Ich habe das damals schon öfters gesagt, dass es die Jeeps machen das Ganze sehr anstrengend. Ah. Aber was ich glaube, wenn die sich selber steuern, die Fahrzeuge, ist das ganz, ganz gut, glaube ich. Oder besser als vorher, sagen wir mal so. Wir haben das ja auch schon in der ersten Folge gesehen, was die für einen Quatsch machen. Huh? Der Zaun ist kaputt. Das ist nicht gut.
Die Ziege darf hier nicht durch. Die Ziege darf nicht durch, okay? Jetzt muss ich mal ganz was gucken. Jetzt habe ich, glaube ich, ein Problem hier. Nee, ist nichts durchgekommen. Den Zaun müssen wir... Ah, den können wir gar nicht reparieren. Ja. So. So, okay. Hier geht's voll ab. Wer hat überlebt? Wer hat überlebt? Wir tun mal ganz aus die ganzen toten Dinos. Aus dem Gehege hier raus. So. Der Zaun ist kaputt. Das ist die Frage, wie viele sind überhaupt noch da? Gesundheit, Komfort. Warum Komfort? Andere Dinosaurier in ihren Gehegen. Ja, können wir mal, okay. Okay, wir machen jetzt mal Folgendes. Müssen jetzt mal, glaube ich, alle mal kurz abballern. Tja, die Parkbewertung wird aber leider nicht höher bei uns. Leider geht das nicht. Oh, die kann ich ja wieder. Die kann ich ja wieder normal setzen. Zur Abholung des Produkts unterwegs. Zum Einsammeln des Produkts. Wo ist der Zaun? Welche Dinos sind draußen? Das ist genau die, ne? Ach so, okay. Wir wollten ihn ja sowieso abschießen, ne? Oder hat er es nicht bei dem hier genommen? Doch, macht er schon. Na, das Zweite kann er nicht machen immer. Ey. Keine. Jetzt geht der nächste auch hier raus. Habe ich den denn schon ausge. Ja. Niemand hat alle abgeballert. Produkt wird transportiert. Der ist aber echt lange noch unterwegs, ne? Nicht gut. Müssen wir mal Folgendes machen, schnell. Da ist zu, kommst nicht vorbei. Jetzt müssen wir wieder zurücklaufen. Müssen einen anderen Weg wählen. Zustellung wurde abgeschlossen. Produkt wurde zugestellt. Okay, hier kommen wir her. Das mache ich lieber selber. Es ist Schneckengeschwindigkeit hier. Repariert. Wir machen jetzt mal Folgendes. Was ist denn mit dem los? Was hat der für ein Problem, dass der Knochenbruch hat? Knochenbruch für... Hallo? Hallo? Ich würde ja gerne auf den... Mitriacanthus ausklicken. Ich kriege aber einen Ranger-Wagen angezeigt. Habe ich irgendwas hier angeklickt? Irgendwas? Ich kann hier nicht anklicken. Geht nicht. Ich kann hier nicht mehr anklicken. Ist der ja schon tot? Kann ich das auch nicht? Nochmal? Für das Spiel ist der nicht da. Okay. Schade. Kann man dich wenigstens? Kann ich dich wenigstens auswählen? Kann ich. Da ja, okay. Wer weiß, was das ist? So. Hier ist auch kein Strom. Die ewige Stromleier. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die fünf Sterne, die drei Sterne irgendwie festhängen oder so. Irgendwas stimmt hier überhaupt gar nicht. Also finde ich.
Das kann doch nicht sein. Ich habe so viel gebaut und gemacht und getan und gekämpft. Und wir haben einen Megapark. Ist ja kein kleiner Park. Das ist ja ein richtig großer Park hier. So als ob das... Das ist irgendwie also für mich totaler Quatsch irgendwie gerade. Sehr eigenartig das Ganze. Na ja, gut. Wird wohl richtig sein. Was soll ich da tun? Wir müssen da durch. Wir müssen dann eben nochmal 30 Folgen mit mir machen, mit dem Zeugs hier. So. Ja, kein Stau. Nein, das hier. Okay. So, jetzt wollen wir mal ganz kurz. Also. Unterwegs, um Produkt abzuholen. Unterwegs, um Produkt einzusammeln. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, welchen Dinosaurier das war. Ach Mist, das war der falsche. Der sollte hier nicht mehr ins Gehege rein. Aber egal. Transport im Gange. Hole Produkt ab. Das könnte ein ganz kleines Gehege werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ein Problem haben mit den Dilophosauren. Und die werde ich nämlich jetzt ganz kurz mal. Dilophosaurus. Dilololo. Let's go, Power Ranger. Die muss ich direkt wieder abballern. Leider sollte der nicht hier bleiben. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Und dann passt er hier rein. Passen die hier rein. Also der Lyphosaurus, der braucht noch ein Party. Noch einen zweiten. Dritten. Produkt unterwegs. Versperrt. Wird bin mal gespannt. Hier ist kein Strom wieder. So. Zustellung abgeschlossen. Kann ich dich Produkt jetzt? Zugestellt. Darf ich dich denn jetzt abballern? Oder geht das wieder nicht? Ah, jetzt geht's. Niedrige Gesundheit. Warum? Wo? Beginne Produkttransport. Bestätige Produktzustellung. Die müssten einsam sein, ja. Raus mit dir, du kleiner Dino. Ich muss ja dieses bescheuerte Häuschen noch bauen. Setze ich hier hin. Und so ein Ranger-Team muss ich auch noch vorbeischicken. Ich muss mal wenigstens einmal kontrollieren, ob es denen gut geht. Immer klicke ich auf das Tor. Voll der Witz, ey. So, jetzt schnell, bevor die ausbrechen und die... Sammle Produkt ein.
Okay, solange der noch frisst, ist alles in Ordnung. Herr Doktor? Bestätige Aufgabe. Erstmal ein bisschen hochheilen wieder. Oh, hier, du musst auch noch hochgeheilt werden. Transport hat begonnen. So, jetzt gucken wir mal. Also, Wald ist ziemlich wenig, offenes Gelände ist ziemlich wenig. Okay, da müssen wir ein bisschen größeres Gehege bauen, schnell. Okay. Produkttransport im Gange. Produkt wurde transportiert. Verschlechtert, okay. Hat sich verschlechtert, die Parkbewertung. So. Jetzt mache ich mal ganz kurz hier das. Wir haben übrigens hier kein Lucky-Lucky-Gebäude. Lucky-Lucky heißt hier zum Gucken. Produkttransport wird durchgeführt. Dass man die nicht einfach hier so reinbauen kann, ne? Oh, geht das? Ah, geht doch. Geht wohl. Nichts gesagt. Oh. Transport im Gange. Oh, der ist gestorben. Jetzt fühlt er sich bestimmt einsam, oder? Kein Komfort, Kontrolle. Wie viel gibt's denn hier noch in dem Paar, in dem Ding hier? Zwei, wo ist denn der andere? Da. Einsam, weil dem einer noch fehlt. Ach, verdammt. Wo? Ich finde die cool. So, wir machen hier vielleicht noch eine Modifikation. Da. Haben wir den eigentlich jetzt gerettet hier? Ah, der kommt erst da an, okay. Abgeschlossen. Ne? Produktzustellung bestätigt. Geht das nicht? Geht nicht, wenn der andere Dino da im Weg ist. Okay. Dann nicht. Okay, ihr lieben Leute, ich habe es nicht geschafft. Drei Sterne wird wohl dann heute und morgen und in den nächsten. Ich glaube, wir machen hier so weiter, so viele Folgen, bis es dann irgendwann klappt. Frag mich nicht, warum das nicht geht. Was machen denn die Wissenschaftler gerade? Was machen gerade die Wissenschaftler das hier? Zustellung wurde abgeschlossen. Hä? Wieso? Meine Wissenschaftler gerade in dem Moment. Ach, die ist bei der Behandlung. Ach so, okay. Wollen wir hoffen, dass die jetzt nicht ausbrechen wegen Einsamkeit. Ja, der eine könnte davon sterben, wenn du. Okay, wie sieht's aus? Geheilt? Noch nicht ganz.
Die gefährliche Natur mancher Saurier macht den Reiz aus, ihnen so nahe zu sein. Instinktive Angst ist reizvoll. Doch wir suchen nach etwas noch viel Größerem und Besserem. Wollen Sie einen T-Rex? Kann ich einen haben? Moment, was? Wir können wirklich einen T-Rex haben? Sobald der Park über ein geeignetes Gehege verfügt. Der Ausbau des Parks ist eine brillante Idee. Und der T-Rex ist der berühmteste aller Saurier. Wenn die Menschen zum Jurassic Park kommen, können sie selbst einen sehen. Und fürchten, gefressen zu werden. Es ist die Illusion des Risikos, nicht das Risiko selbst, das wir anstreben. Und wir haben einen T-Rex. Okay. Ganz ehrlich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe echt gedacht, wir wären jetzt vorbei. Wir hätten das hier geschafft, den Park. Da geht das hier noch weiter. Aber noch ein ganzes Stückchen. Hallo? Wer geht der hier nicht? Okay. Ach, falsch geklickt. Sorry, das war der hier. Ja, du bist verärgert. Okay, wir machen das ja. Wir machen das alles wieder in Ordnung. Kann ich schon einen Tyrannosaurus einfach ausbrüten? Ich mach das einfach. Ne, das muss ich jetzt nicht machen, sonst. Ich muss aber wenigstens einen von denen hier noch fertig machen, ihr Lieben. Produkt wurde eingesammelt. Bevor nämlich jetzt die Kleinen da hinten wieder anfangen, irgendwas aufzufressen von meinem Park. Produkt wurde transportiert. Ich war, glaube ich, auf eine Millisekunde auf 3 Sterne. Kann das sein? Was ist da passiert? Okay. Freezen. So, jetzt müssen wir ganz kurz den hier freilassen ins richtige Gehege. Schnell, schnell, schnell. Unterwegs, um Produkt abzuholen. So, okay. Wo mache ich denn bitte ein T-Rex-Gehege jetzt? Den T-Rex werde ich hier mit den T-Rex werde ich mit den Raptoren reinlegen. Ah, keine Krankheit jetzt. Okay. Dann wollen wir mal. Wo ist der T-Rex? Noch gar nicht da. Ich muss ihn jetzt doch noch erstmal finden. Also war doch richtig. Erstmal Expedition. Wo ist es? Aber stand ja nichts davon da, dass ich den erst finden muss, ne? Ich muss den ja eigentlich nur ausprobieren. Ja. Ja, ich verstehe es ja. Aber wie zum Teufel? Also oben? Tyrannosaurus war ja in Amerika gewesen. Ich glaube, ich sehe irgendwas nicht, was ich lesen sollte. Oder habe ich die vielleicht schon bekommen, die Fossilien dafür? Nö. Hm.
Ich mache das mal ganz kurz, damit es weg ist, das Zeugs. Den schießen wir jetzt gerade ab. Wenn jetzt nämlich da liegt. Okay. Geht nicht. Muss noch liegen bleiben. Okay. Also, synthesiere den folgenden Saurier. Brüte ihm 01, ja klar, aus und lasse ihn frei. Tyrannosaurus Rex. Tyrannosaurus Rex? Ich müsste den doch erstmal dann finden. Was habe ich denn für eine Krankheit hier? Niedrige Gesundheit wäre denn? Hier, ne, die Kollegen, die kämpfen sich hier. Brechen sich gerade alle Knochen. Egal, Leute. Wir lassen das mal. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir haben ja wenigstens jetzt diese 3 Sterne geschafft, aber wir müssen jetzt den T-Rex machen. Ich muss gerade mal gucken, wo ich das machen kann. Kann ich hier draufklicken und das wird mir automatisch gezeigt? Nein. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann und tschüss.